Moin, der Wolfgang vom schönsten Ort Europas, St. Peter-Ording, mit Spielwaren, Mondenkind und eine Herbstneuheit 2023 aus dem Hause Candy Games, Kuka König. Ab 8 Jahre, 2 bis 4 Spieler und ungefähr, na, ich würde mal sagen, 15 Minuten, die wir dafür brauchen. Und so funktioniert's. Die Spielkarten von Kuka König teilen sich so auf, wie das hier dargestellt ist. Das heißt, wir haben Ziffern von 1 bis 8, das sind die Zahlkarten. Dann haben wir Könige, Ritter, Bauern, Bauernhöfe, ganz, ganz viele Tiere und noch ein paar Bonuspunkte. Wie häufig die jeweiligen Karten im Spiel sind, wird immer unter dem jeweiligen Symbol dargestellt. Das heißt, von der Kirche hätten wir 13 und den König gibt es 10 Mal im Spiel. Hast du dir bis zu einer Wertung einen König erspielt? Bekommst du dafür keinen Siegpunkt. Bei 3 Königen würdest du 4 Siegpunkte erhalten und ist es dir sogar gelungen, 7 von 10 Königen zu bekommen, bekommst du dafür 36 Siegpunkte. 16 Mal gibt es den Ritter im Spiel. Alle Spieler, die bei der Wertung die meisten Ritter haben, bekommen 2 Punkte je Ritterkarte. Die restlichen Spieler bekommen 1 Punkt pro Ritterkarte. Bei den Kirchen, die es 13 Mal im Spiel gibt, läuft es bei der Wertung anders. Da bekommt nur, wer die meisten Kirchen besitzt, Siegpunkte, und zwar 10 Stück. Für eine Bäuerin gibt es keine Punkte. Genauso wenig wie für den Bauern, da gibt es auch keine Punkte. Hast du während einer Wertung allerdings eine Bäuerin und einen Bauern, dann gibt das zusammen 7 Punkte. Und solltest du in der glücklichen Situation sein, auch noch einen Bauernhof zu besitzen, so ist es, nein, so rum ist es besser im Bild. Genau, wenn du also diese Dreierkombination hast, das heißt Bäuerin, Bauer und Bauernhof, bekommst du für jede Dreierkombination sogar 14 Siegpunkte. Das sind reine Siegpunktkarten. Bedeutet, jede dieser Karten mit der 2 sind 2 Siegpunkte, 3 Siegpunkte, 4 Siegpunkte. Diese Karte gibt es 5-mal im Spiel, 4-mal im Spiel und 3-mal im Spiel. Wir werden im Laufe des Spiels 2 Wertungen erleben. Karten mit dem grünen Haken bleiben nach der ersten Wertung in deiner Auslage. Karten mit dem roten Kreuz werden nach der ersten Wertung aus deiner Auslage entfernt und komplett aus dem Spiel genommen. Die 8 Zahlenkarten legt erst einmal zur Seite, nimmt die 112 Spielkarten und mischt die richtig gut durch. Richtig, richtig gut durchmischen. Gerade zu Beginn des Spiels, ihr habt ja gesehen, die Karten kommen sortiert, mischt sie. Nehmt euch die Zeit, mischt sie gut durch. So. Und dann werden entsprechend der Spieleranzahl Karten aussortiert. Spielt ihr mit 4 Spielern, nehmt ihr alle 112. Spielt ihr mit 3 Spielern, nehmt ihr 10 Karten raus. Und spielt ihr nur zu zweit, werden 32 Karten rausgenommen. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel für 3 Spieler. Das ist der Aufbau für 3 Spieler. Die Ziffern von 1 bis 7 werden ausgelegt. Die 8 brauchen wir nur beim Spiel mit 4 Spielern. Der Kartenstapel ist gemischt und wir legen jetzt unter jede dieser Ziffern eine Spalte mit insgesamt 3 Karten aus. Und zwar so, dass wir sehen können, welche Karten dort liegen. Also so. Und dann geht es hier weiter. Die werden jetzt so hingelegt, dass ich immer sehen kann, was in der Spalte für Karten ausliegen. So. Nun schauen wir, was in den einzelnen Spalten liegt und was für uns jeweils interessant sein könnte. Wenn ich jetzt also der Meinung bin, dass diese 3 Karten ja das Ziel meiner Strategie am besten verfolgen, dann müsste ich mir die Spalte 3 merken. Ebenso wäre das natürlich mit der Spalte 6 bei diesen 3 oder mit der Spalte 7 bei diesen 3 Karten. Wenn wir uns alle orientiert haben, nehmen wir unsere Hände als Faust in die Mitte des Tisches und sagen gemeinsam Kuka König. Und bei König
zeigen wir mit Hilfe unserer beiden Hände die Spaltenzahl, auf die wir wetten möchten. Also in dem Fall Spalte Nummer 3. Wenn du als Einziger auf eine Spalte gewettet hast, also jetzt in unserem Beispiel die 3 und niemand anders hätte ebenfalls die 3 gezeigt, bekommst du alle Karten, die dort liegen und darfst sie vor dir auslegen. Leg sie so aus, dass gleiche Karten immer beisammen liegen, dass also jeder auch sehen kann, was du da für Karten liegen hast. Haben mindestens 2 Spieler auf die gleiche Spalte gewettet, also nehmen wir mal an, von der Seite und von der Seite wäre die 4 gezeigt worden. Ja, wir können die Karten ja nicht halbieren. Jetzt bekommt in diesem Fall niemand von den beiden die Spalte 4, aber die oberste Karte aus der Spalte 4 wird aus dem Spiel entfernt, nimmt gänzlich am Spiel nicht mehr teil. Und nur diese beiden Spieler, die die gleiche Spaltenzahl genannt haben, müssen das Ganze noch einmal machen. Also Q, K, König. Und angenommen, das wäre jetzt der Fall, dann würde dieser Spieler Spalte 2 bekommen und dieser Spieler Spalte 5. Nehmen wir mal an, auch in diesem Fall wäre wieder ein Gleichstand zustande gekommen. Das heißt, die beiden Spieler, die sich schon einmal gebettelt haben, haben wieder das gleiche Ergebnis gewählt, müssten sie das noch einmal tun. Allerdings nicht, ohne zuvor erneut aus genau dieser Spalte eine Karte zu entfernen. Und das machen wir so lange, bis sie sich uneinig sind und dann werden die Karten jeweils zugeteilt. Die freien Spalten werden wieder aufgefüllt vom Nachziehstapel. Sprich, immer die oberste Karte einfach vor die entsprechende Spalte gelegt, so lange, bis überall wieder 3 Karten liegen. So, 3 Karten. Wir orientieren uns neu, schauen, was wir eventuell gebrauchen können und das nächste Battle folgt. Eine Bieterrunde ist zu Ende. Jeder hat seinen Kartenstapel bekommen, auf den er letztendlich final gewettet hat. Und, ganz wichtig, einer der Spieler besitzt in seiner Auslage mindestens 13 Karten. Dann findet eine Zwischenwertung statt. Und das ist unsere Zwischenwertung. Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3. Spieler 1. Spieler 1 besitzt einen König. Jetzt schauen wir bei der Bewertung für den König. Ein einzelner König bringt ihm 0 Punkte. Also 0 Punkte würde er für die Könige bekommen. Er hat 2 Ritter. Wir schauen, wer hat die meisten Ritter? Das ist auch Spieler 1. Er hat die meisten Ritter. Also ist somit gesehen, jeder seiner Ritter 2 Punkte wert. Ja, derjenige, der die meisten Ritter hat, hat für jeden Ritter 2 Punkte. Das sind schon mal 4. Außerdem besitzt Spieler 1 die meisten Kirchen. Der Spieler, der die meisten Kirchen besitzt, bekommt 10 Punkte. Die anderen gehen leer aus. Spieler 1 hat ein Bauernpärchen, das heißt Bäuerin und Bauer. Das macht zusammen 7 Punkte. Spieler 1 hat 2 Schweinchen. Für 2 Schweinchen bekommt er 3 Punkte. Er hat einen Hasen, 1 Punkt. Eine Taube, 1 Punkt. Und er bekommt zusätzlich nochmal 2 plus 3 Punkte. Das in der Summe ist das Ergebnis, das Zwischenergebnis für Spieler 1. Spieler 2. Kein König, kein Ritter. Er hat eine Kirche, da er allerdings nicht die meisten Kirchen hat, bekommt er hier keine Punkte. Spieler 2 hat aber ein Bauernpärchen samt Bauernhof, das macht 14 Punkte, plus ein Bauernpärchen ohne Bauernhof, das macht nochmal 7. Dann bekommt er für die Schafe 3. Für die Gänse 3, für den Hasen 3, für das Schweinchen und die Taube jeweils 1. Und Spieler 3 besitzt 4 Könige, dafür bekommt er 9 Punkte. Er hat eine Kirche, das bringt leider nichts. 2 Bauernhöfe, die bringen nichts. Für seine Pferde bekommt er 6. Hier einen und nochmal 2 Punkte. Das ist das Zwischenergebnis. Jetzt entfernt jeder Spieler alle Karten, die ein Kreuzsymbol haben aus seiner Auslage. Die anderen Karten bleiben in seiner Auslage. Auf denen kann er weiter aufbauen. Alle diese Karten verlassen das Spiel, werden komplett aus dem Spiel entfernt. Und mit dieser Auslage geht es jetzt ins Finale. Und das Finale wird genauso gespielt, wie wir den ersten Teil des Spiels gespielt haben. Die einzelnen Spalten werden auf 3 Karten wieder aufgefüllt. Dann werden wir uns duellieren.
Dann teilen wir die gewonnenen Spalten auf, dann werden die Spalten wieder aufgefüllt und das machen wir so lange, bis der Nachziehstapel komplett aufgebraucht ist. Sollte dieser nicht ausreichen, um die vorhandenen Spalten mit Karten auf 3 aufzufüllen, nehmen wir diese dann einmalig vom Ablagestapel. Das bedeutet, dieser wird dann einmal gemischt und die einzelnen Spalten final auf 3 Karten aufgefüllt. Und nach dieser Wiederrunde kommen wir dann zur Wertung, zur abschließenden finalen Wertung, die genauso praktiziert wird wie die Zwischenwertung. Und die beiden Ergebnisse, sprich das Ergebnis der Zwischenwertung und das Ergebnis der Abschlusswertung, als Summe definiert, hat gewonnen, wer die meisten Punkte besitzt. Was ich richtig gemeint finde, ist, dass die anderen sehen, was du bereits für Karten gesammelt hast. Ja, und da versuchen sie natürlich dann letztendlich final Einfluss drauf zu nehmen. Aber du kannst dich revanchieren. Du siehst ja auch, was die anderen da haben. Probiert's aus. Es macht richtig Spaß. Es ist ganz einfach und echt zugänglich. Bis dahin, der Wolfgang, bleibt gesund. Vom schönsten Ort Europas. Ciao.